zu Studienzwecken mitzunehmen, ist sinnvoll. Aber ich habe Bedenken, ihn aufzuwecken. Ja, das haben Sie jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ein normaler Kroganer ist gefährlich. Der hier wurde von einem Wahnsinnigen erschaffen und vermutlich ausgebildet. Wie ich sehe, genießen gerade alle unser neues Fliegengewicht. Bedenken? Wir wissen absolut nichts darüber, Commander. Ich weiß. Finden Sie das nicht interessant? Kroganer sind sehr gut im Nahkampf. Ihn in einem engen Raum aufzuwecken, ist vielleicht keine so gute Idee. Ist notiert. Der Frachtraum ist sicher genug, bis ich entscheide, was mit ihm geschehen soll. Gut, und so ist er erstmal unten und wir haben die Möglichkeit, den Kroganer zu aktivieren. Wenn wir das nicht wollten, könnten wir es auch einfach lassen. Aber ich kann einfach nicht die Finger von ihm lassen. Ich muss es einfach tun. Ich weiß auch nicht. Gut, machen wir uns mal auf den Weg nach unten. Der Unbekannte möchte im Besprechungsraum mit Ihnen reden, Commander. Jetzt nicht. Das mache ich auch nicht mehr in dieser Aufnahmesession, mit ihm zu reden. Das schauen wir uns erst beim nächsten Mal an, würde ich sagen. Jetzt gehen wir erstmal hier runter aufs Maschinendeck. Okay, hier haben wir noch was zu den Codex. Wunderbar. Und hier drüben, auf dem, im Backbord-Frachtraum, befindet sich nun der Kroganer. Da ist die Brutkapsel. Und ich würde sagen, wir sind mutig und aktivieren sie. Das Objekt ist stabil, Shepard. Der Anschluss an die Bordsysteme verlief reibungslos. Kann er da drin was sehen? Weiß er, wo er ist? Unwahrscheinlich. Aktuelle neurale Muster weisen auf minimale Denkleistung hin. Sofern nicht die Energieversorgung des ganzen Schiffes ausfällt, können ihn die Nährstoffe im Tank über ein Jahr lang am Leben halten. Irgendeine Idee, wie gefährlich der Kerl ist? Er ist Kroganer, Shepard. Ob er aktiv feindselig ist, kann ich aus den vorliegenden Daten nicht ermitteln. Okias Technologie konnte Daten übermitteln, aber keine Denkschemata. Das Objekt kennt vielleicht seine Ansichten, muss sie aber nicht zwangsläufig teilen. Was können Sie mir über diesen Kerl sagen? Irgendwas Ungewöhnliches? Das Objekt ist ein außergewöhnliches Exemplar der Spezies Kroganer. Mit voll entwickelten primären, sekundären und tertiären Organen an allen Stellen, wo welche vorhanden sein sollen. Keinerlei Defekte, außer der genetischen Markierung der Genophage, wie in allen Kroganern. Die mentale Funktionsfähigkeit kann ich nicht beurteilen. Na dann, öffnen wir den Tank. Bereithalten. Ich öffne den Tank und lass ihn raus. Das Cerberus-Protokoll ist eindeutig, wenn es um ungetestete Alien-Technologie geht. Also mir scheißegal, was das Cerberus-Protokoll sagt. Er ist entweder eine mächtige Verstärkung der Crew oder eine Zeitbombe. Ich erledige das lieber gleich. Also gut, Shepard. Die Steuerung ist online. Der Schalter und die Konsequenzen sind Ihnen überlassen. Na dann. Schauen wir mal, ob Verstärkung oder Zeitbombe. Wir werden es sehen. Ich bin Commander Shepard und nehme Drohungen sehr ernst. Ich schlage vor, Sie entspannen sich. Nicht Ihren Namen, meinen. Ich bin ausgebildet, ich weiß vieles, aber der Tank. O'Kir konnte keine Verbindung herstellen. Seine Worte sind hohl. Warlord, Vermächtnis, grantiger Frontsoldat, Grunt. Grunt gehörte zu den letzten Worten. Es hat keine Bedeutung. Passt schon. Ich bin Grunt. Wenn Sie Ihr Kommando zurecht haben, beweisen Sie Ihre Stärke und vernichten Sie mich. Wäre Ihnen O'Kir nicht lieber? Oder Vermächtnis? Er ist kurz. Das passt zu der Ausbildung in meinem Blut. Die anderen Worte sind zu groß und ich empfinde nichts dabei. Auch wenn Sie ihn leichter über die Lippen kommen. Ich empfinde nichts für O'Kirs Clan oder seine Feinde. Ich werde tun, wofür ich gezüchtet wurde, kämpfen und den Stärksten ermitteln. Aber seine Prägung ist fehlgeschlagen. Ohne einen eigenen Grund ist ein Kampf so gut wie der andere. Da kann ich auch mit Ihnen anfangen. Ich habe ein gutes Schiff und eine starke Crew, einen starken Clan. Durch Sie würde er noch stärker.
Wenn sie schwach sind und schwache Feinde haben, müsste ich sie töten. Unsere Feinde sind ihrer würdig, da besteht kein Zweifel. Das ist annehmbar. Ich werde für sie kämpfen. Freut mich, dass sie vernünftig sind. Eine Hand zur Freundschaft ausstrecken und in der anderen eine Waffe haben. Clever, Shepard. Wenn ich einen Clan finde, wenn ich finde, was ich will, dann wird es mir eine Ehre sein, ihn gegen sie kämpfen zu lassen. Und damit haben wir wieder einen Kroganer im Team. Nicht Rex diesmal, aber ein sehr kroganischer Kroganer, der die Grundprinzipien des kroganischen Blutes in sich aufgesogen hat wie ein Schwamm. Ja, für ihn zählt nur der Kampf und der letzte Satz, den er gerade von sich gegeben hat, der war eigentlich ein Kompliment, auch wenn es nicht so klang, ne? Der ist kleiner wie eine Drohung, aber tatsächlich war es ein Kompliment. Man muss es halt nur richtig verstehen. Shepard. Ich wollte nur sehen, ob Sie sich ordentlich einleben. Menschen reden so viel, wie der Tank. Kommen Sie später wieder. Wie du meinst. Ich mag seine Stimme übrigens. Was denken Sie über unsere Mission? Ich kämpfe. Für wen ist gleichgültig? Hat Okir Ihnen auch Eindrücke von den Kollektoren vermittelt? Ich sehe verschwommen Schiffe, deren Stärke ich nicht einschätzen kann. Das reicht nicht, um einen Schwachpunkt zu finden. Okir hat die ganze Zeit nur seinen alten Hass gepflegt. Was er auch gehabt haben mag. Es war verbraucht, als er mich gemacht hat. Was halten Sie von der Crew? Gute Truppe, solange sie mir nicht in die Quere kommt. Tote Truppe, falls doch. Sie müssen sie gut ausbilden, wenn sie gegen die Kollektoren antreten wollen. Einige von diesen Aliens sind viel zu weich. Was denken Sie über unsere Mission? Ich kämpfe. Für wen ist gleichgültig? Wissen Sie aus den Bildern im Tank zufällig, was wir mit den gefundenen Ressourcen anstellen können? Ich kann mir da vielleicht was zusammenbauen. Weiß allerdings nicht, ob's was bringt. So, schauen wir mal. Überforschung, was haben wir denn da jetzt? Upgraden Sie Ihre Ausrüstung. Ist da jetzt noch was dazugekommen oder wie sieht das aus? So. Wieso kann ich jetzt bei ihm forschen? Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Na gut, was soll's. Panzerungsupgrades. Hier ist auf jeden Fall einiges dazugekommen, was wir machen können, ne? So, ich würde sagen, Medical-Up-Kapazität können wir mal machen, weil das auch eine Voraussetzung für viele andere Sachen ist. Ah, okay, das war jetzt einfach nur mal so. Die kroganische Schrotflinte ist also das, was wir jetzt dazu bekommen haben. Gut, die brauchen wir jetzt nicht sofort, weil wir ja selbst sowieso keine Schrotflinte benutzen. Ansonsten gibt's jetzt nichts Neues hier bei Grant zu sprechen. Wir sehen auch, der ist nicht gerade der Wortgewandteste. Also, was heißt nicht der Wortgewandteste, aber er redet einfach nicht so gern. Gibt's hier irgendwas, was wir machen können? Ach ja, klar, Jack ist ja auch hier. Gehen wir mal bei Jack vorbei. Mit der haben wir ja auch noch nicht geredet. Und unser Team, stelle ich fest, wächst und wächst. Wir haben jetzt in dieser Aufnahmesession schon wieder 3 neue Teammitglieder dazugekriegt. Es wird doch langsam. Hey. Erzählen Sie mir von sich, Jack. Ich informiere mich noch über mich selbst. Danke, dass Sie mir Einblick in diese Dateien gegeben haben. Wenn es Ihnen hilft, bin ich auch zufrieden. Machen Sie hier nicht auf Kumpel. Sie brauchen mich, damit ich für Sie töte. Ich brauche Sie wegen der Dateien. Belassen wir es dabei. Ihre Freunde von Cerberus machen ein paar echt üble Sachen. Ich werde etwas Nützliches finden. Ich weiß es einfach. Und wenn die Antworten nicht so ausfallen wie erwartet? Ich suche nicht nach Antworten. Ich suche nach Namen, Daten, Orten. Was geschieht, wenn Sie finden, wonach Sie suchen? Ich gehe auf die Jagd. Alle, die das mit mir gemacht haben, werden bezahlen. Ihre Partner werden bezahlen. Ihre Freunde werden bezahlen. Wenn ich fertig bin, ist in der Galaxie wieder viel mehr Platz. Ich werde nicht zulassen, dass Sie Amok laufen. Ich bin wegen Ihrer Mission hier. Was ich danach tue, ist meine Sache. Was verbindet Sie mit Cerberus? Sie haben mich in einer Forschungseinrichtung großgezogen. Ich bin als Kind entkommen. Seitdem bin ich auf der Flucht. Und Sie haben mich seitdem immer verfolgt. Aber schon bald werde ich den Spieß umdrehen. Sie denken viel darüber nach, stimmt's? Ich schlafe damit ein. Ich wache damit auf. Bei jedem, den ich töte, stelle ich mir vor, dass er zu denen gehört, die mir das angetan haben. Sie wissen schon, dass Sie nicht in dieser Ecke hausen müssen, oder? Es ist dunkel, ruhig und schwer zu finden. Für mich bedeutet das Sicherheit. Dieses Schiff ist sehr mächtig. Sie könnten ein Pirat werden und wie ein König leben. Ich könnte helfen.
Wir müssen die Kollektoren aufhalten. Ich habe keine Zeit für das Piratengeschäft. Wenn es vorbei ist, sind wir entweder tot oder hier draußen im All. Mit diesem Schiff. Bedenken Sie nur, jede Menge Credits. Die Freiheit, überall hinzugehen. Und so viel Chaos und Kämpfe, wie ich haben will. Was fasziniert Sie eigentlich so sehr am Töten? Immer wenn jemand stirbt und ich bin's nicht, steigen meine Überlebenschancen. Ganz einfach. Würde ich nicht grundsätzlich so sagen. Das stimmt nicht immer. Denn wenn man jemanden tötet und damit jemand anderen gegen sich aufbringt, dann sinken die Überlebenschancen doch ein ganzes Stück. Vor allem, wenn es mächtige Leute sind, die man dabei ärgert. Ich muss jetzt gehen. Okay. Gut. Erstes Gespräch mit Jack. Sie ist irre. Das ist die Erkenntnis, die wir treffen dabei. Und ansonsten weiß ich gar nicht. Gibt es noch irgendwas mit den anderen zu besprechen? Ich glaube nicht unbedingt. Wir können ja mal kurz hier noch schauen, ob die was zu besprechen haben. Angeblich kocht Rupert seit neuestem richtig gute Sachen. Ja klar. Dieser Vorzeigeschotte bekäme nie eine ordentliche Haggis hin, selbst wenn sein Leben davon abhänge. Aber Haggis schmeckt doch sowieso nach Arsch und Friedrich. Schon. Aber in den richtigen Händen können Ärsche richtig lecker sein. Sogar der von Friedrich. Was? Nach Arsch und Friedrich? Den habe ich auch noch nicht gehört bisher. Ich mag die Gespräche. Also es muss nicht unbedingt so ein richtiges Gespräch immer sein. Manchmal sind auch die kleinen random Gespräche so zwischendurch ganz hübsch. Deswegen gehe ich jetzt nochmal ganz kurz in die Mannschaftsquartiere und schau mal, ob es hier noch weitere gibt. Hier zum Beispiel. Es ist schon wieder eine Kolonie verschwunden. Ferris Fields, habe ich gehört. Das ist nicht weit von New Kenton entfernt. Ist Ihre Familie schon wieder auf der Erde? Noch nicht. Meine Schwiegermutter macht uns Kummer. Agentin Lawson hat mir versichert, das Transportteam wird sie notfalls mit Gewalt von dort wegzerren. Schön. Gut, also bei denen herrscht immer die Sorge vor um die Familie, das haben wir schon mitgekriegt, aber man muss ja trotzdem immer mal mitschauen, was die für Gespräche führen. Rupert, an dem Essen heute Abend ist irgendwas anders. Ich tippe auf mehr Lebensmittel und weniger schlechte Laune. Ja, ja, reden Sie nur. Gut, gehen wir nochmal zu Garrus. Und danach haben wir noch Miranda hier, ansonsten müsste es das auch schon gewesen sein. Shepard, brauchen Sie was? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Kann das warten? Ich stecke gerade mitten in ein paar Kalibrierungen. Na gut, hier gibt's also nichts weiter. Wir reden später, Garrus. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Dann also wieder zurück. Und noch kurz bei Miranda vorbeigeschaut. Die ist ja auch gleich hier um die Ecke. Vielleicht können wir da noch irgendein neues Gespräch absahnen. Die ist ja im Prinzip neben Jacob am längsten hier an Bord noch. Commander, was kann ich für Sie tun? Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Natürlich. Ich stelle nur gerade einen Einsatzbericht fertig. Ich bin beeindruckt, Shepard. Bis jetzt ist alles außergewöhnlich gut verlaufen. Das ist eine der besten Cerberus-Operationen, an denen ich je beteiligt war. Und da hat Miranda mir gerade die Aufnahme zu hauen. Sauerei, wo ich doch sowieso gleich Schluss machen will. Sowas Gemeines. Na gut. Das liegt vielleicht daran, dass es keine Cerberus-Operation ist. Für Sie vielleicht nicht. Aber ich unterstehe direkt dem Unbekannten. Und ich bin nur hier, weil er es so will. Cerberus hat Ihnen eine zweite Chance gegeben, Commander. Sie sollten das mit uns auch mal versuchen. Was hat Cerberus getan, um Sie dermaßen loyal zu machen? Ich denke mal, Sie haben die Wahrheit verdient. Wissen Sie noch, wie ich sagte, ich sei genetisch verändert? Nun, ich habe mir das nicht ausgesucht. Mein Vater hat mich erschaffen. Er ist ein sehr einflussreicher Mann und sehr bestimmend. Er wollte keine Tochter. Er wollte eine Dynastie. Ich bin weggelaufen, sobald ich alt und mutig genug war. Ich ging zu Cerberus, weil ich wusste, dass sie mich beschützen konnten. Sie könnten sich doch auch selbst verteidigen. Wozu brauchten Sie Cerberus? Mein Vater hat sehr viel in seine Dynastie investiert. Es ging nicht nur darum, dass ich fort war. Mir war klar, dass er weiterhin seine Investition überwachen würde. Ich nehme an, Cerberus ist mit ihren verbesserten Fähigkeiten durchaus einverstanden. Natürlich. Cerberus ist mit allem einverstanden, was der Sache der Menschheit dienlich sein kann. Einschließlich genetischer Veränderungen. Aber anders als mein Vater mit seinen egoistischen Beweggründen, glauben Cerberus und der Unbekannte an ein höheres Ziel. Sie haben einen erweiterten Horizont. Und ich habe das Gefühl, hier einen Zweck zu erfüllen. Sie reden über sich selbst, als wären Sie nur ein Werkzeug, das benutzt werden kann. Von Ihrem Vater, von Cerberus. Möglich. Ich habe gern einen festen Platz in der Welt. Dadurch kann ich eher einen Sinn in der Art und Weise meiner Entstehung erkennen. Sie sind, wer Sie sind, Miranda. Dafür müssen Sie keine Rechtfertigung finden. Sie haben leicht reden. Wir wurden beide geschaffen, um Größe zu erlangen, Shepard.
Der Unterschied ist nur, dass sie schon Größe hatten, bevor wir sie zusammengesetzt haben. Und ich habe sie dadurch erlangt. Ihr Wille und ihre Persönlichkeit machen ihre Größe aus. Und so ist das auch bei allen anderen. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Ich bin nicht sicher, ob ich Ihnen glaube, aber danke, dass Sie das gesagt haben. Wer genau ist Ihr Vater? Ein Geschäftsmann. Und zwar ein sehr reicher. Es ist schon ironisch. Mein Vater hat wirklich an einen Plan zur Unterstützung der Menschen geglaubt. Er hat Cerberus hohe Spenden zukommen lassen, bevor ich mich ihnen angeschlossen habe. So habe ich zum ersten Mal von Cerberus gehört, durch die Beziehungen meines Vaters. Sie reden über sich selbst, als wären Sie nur ein Werkzeug. Wirklich. Ich habe gern ein... Sie sind, wer Sie sind, Miranda. Sie haben leicht... Der Unterschied ist nur, dass Sie schon Größe hatten, bevor wir Sie zusammengesetzt haben. Gehen wir nochmal auf die Mutter ein. Und ich habe Sie dadurch erlangt. Sie haben mir viel über Ihren Vater erzählt. Was wurde aus Ihrer Mutter? Ich hatte nie eine. Der Großteil meines genetischen Materials stammt aus dem Gewebe meines Vaters. Sein Y-Chromosom wurde durch eine Mischung gewünschter Eigenschaften aus verschiedenen Quellen verändert. Wie arrogant kann man eigentlich sein? Er war manisch-egoistisch. Ein weiterer Grund, warum ich von ihm weg musste. Das heißt, sie ist eigentlich ein Mann und wurde halt bloß zu einer Frau umgemodelt? Das ist merkwürdig. Danke für Ihre Zeit, Miranda. Wir reden später weiter. Jederzeit, Commander. Sie ist ein geschlechtsumgemodelter Klon ihres Vaters. Das ist schon schräg. Da wundert es auch nicht, dass sie ein bisschen unweiblich aussieht. Naja, was soll's. Gut, haben wir noch mit Miranda geredet. Ansonsten dürfte hier jetzt gut bleiben. Wir drüben noch Kazumi, aber die redet ja sowieso nicht so normal mit uns. Dürfte da keiner mehr sein. Gehen wir noch kurz bei Mordin und Jacob vorbeischauen und bei der Gelegenheit auch vielleicht noch. Haben wir doch der Unbekannte was, möchte im Besprechungsraum mit Ihnen reden, Commander. Ja gut, abgesehen davon vielleicht. Ich weiß nicht, was ich von Grunt halten soll. Mein Psychoreport war über O'Kear. Wir haben keine Garantie, dass Grunt mental stabil ist. Es kommt mir so vor, als sei ihm absolut alles egal, einschließlich wer lebt oder stirbt. Hast du keine Liebe in ihm entdeckt? Möchtest du ihn nicht umarmen oder mit ihm kuscheln, so wie bei allen anderen? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Sie haben ungelesene Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal. Noch etwas, Commander? Immerhin etwas. Das wäre alles. Passen Sie auf sich auf. Gut, die können wir gleich mal mit checken. Was haben wir denn da? Verschlüsselte Transmission von der Unbekannte. Shepard. Wie ich sehe, haben Sie O'Kears Kurogana aufgeweckt. Eine riskante Entscheidung, aber Sie haben bei dieser Operation freie Hand. Wenn Sie sicher sind, dass er ein nützliches Gruppenmitglied abgibt, haben Sie meine Unterstützung. Wir brauchen in dieser Schlacht jede Waffe, die wir kriegen können. Sollte sich dieser Grunt als unzuverlässig erweisen, sodass man ihn eliminieren muss, verlieren Sie die Leiche nicht. Er basiert zumindest teilweise auf Kollektorentechnologie und könnte nützliche genetische Daten liefern. Aber wie gesagt, Sie haben freie Hand. Und ohne Thema, von Fehler ungültiger Absender. Ist das Spam? Irgendwie so Penisvergrößerungsmail oder so? Hey Shepard. Shepard? Wie hat er denn Shepard geschrieben, wer auch immer das ist? Ich habe gehört, ich muss Ihnen danken, dass ich von der Purgatory entkommen bin. Wollte mich zwar wieder festnehmen, aber die Durchsuchung nach Waffen war nicht gründlich genug. Dafür werde ich in mein nächstes Opfer Ihren Namen statt meinen schneiden. Gibt's jemanden, den Sie umnieten wollen? Trotzdem, Sie haben auf meinem Weg nach draußen auf mich geschossen und deswegen muss ich Sie umbringen. Sie kennen das ja alles. Mein Vater hat immer gesagt, wenn du zulässt, dass dich einer verletzt, kommt er auf dumme Gedanken. Also solltest du ihm eine Nachricht schicken. Und genau das mache ich gerade. Man sieht sich. Die Leute, die hier wohnen, kommen zurück. Showtime! Halten Sie nach Ihrem Namen Ausschau. Ich sorge dafür, dass Sie ihn früher finden, als ich Sie. Billy. Wer auch immer das ist, irgendeiner, der auf der Purgatory war und von dort entkommen ist. Wahrscheinlich gab es dann doch ein paar kleine Schiffe, mit denen man da runterkommen konnte. Ich weiß es nicht genau. Gut, schauen wir mal kurz hier drüben nach. Ob es bei Jacob irgendwas Neues gibt, der ist ja auch schon ziemlich lange an Bord. Vielleicht hat der irgendwas Neues zu berichten. Commander, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Es geht mir eigentlich mehr darum, mich ein wenig zu unterhalten. Klingt gut. Ich muss sagen, Sie führen ein strenges Regiment. Aber endlich werden Aufgaben tatsächlich mal erledigt. Wenn wir so weitermachen, bringen wir das Ganze vielleicht zu einem glücklichen Ende. Hoffentlich. Falls nicht, will ich die Abschlussbesprechung gar nicht miterleben. Gibt es etwas Spezielles? Oder schauen Sie nur so vorbei? Ich möchte meine Crew kennenlernen. Vergessen Sie die Vorschriften und erzählen Sie mir von sich. Ganz informell, was? Steht alles in meiner Akte. Früher bei der Allianz, genau wie Sie. Keine Reaper oder sowas.
Aber mich haben sie auch unter den Teppich gekehrt. Je mehr man leistet, desto weniger wollen die zugeben, dass etwas unternommen werden musste. Was hat sie zur Cerberus gebracht? Die Allianz hat mich nach Eden Prime aufs Abstellgleis geschoben. Irgendwann kam ein Job mit Miranda, den Cerberus als Vorstellungsgespräch betrachtet hat. Und jetzt bin ich hier. Hatten wir das schon? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ehrlich gesagt. Resultate um jeden Preis scheint gar nicht ihr Ding zu sein. Stört sie die Vergangenheit von Cerberus denn nicht? In der Allianz geht's nur um Politik. Irgendjemand muss die Bösen ausschalten. Cerberus tut das. Also bin ich dabei. Was war der stolzeste Moment Ihrer Laufbahn? Der Job, auf den ich am meisten stolz bin, war nicht für die Allianz. Kaum jemand weiß davon. Eine Gruppe Batarianer wollte mit einem Virus den Rat umbringen. Miranda und ich haben das verhindert. Seltsam, dass man davon nichts gehört hat. Die eigentliche Arbeit gelangt nie an die Öffentlichkeit, das wissen Sie doch. Weil es angeblich besser ist, wenn die Leute nicht wissen, wie zerbrechlich das System ist und wie nahe ihnen die Bösen schon gekommen sind. Und darum ist es nie geschehen, wie das mit Ihnen und dem Reaper. Und deshalb bin ich hier. Sie scheinen trotz allem gut in Form zu sein. Naja, zumindest bildet die Allianz ihre Leute gut aus. Wenn man mal so gelebt hat, sitzt man danach nicht rum und wird fett. Sie wissen ja, wie das läuft. Obwohl ich wette, dass Cerberus sie besser gemacht hat, als sie je waren. Haben Sie Upgrades? Ich bin schon froh, dass Sie mich als Serienfertigung angelegt haben. Wobei ein paar Einzelteile natürlich nie schaden können. So sagt man. Und Ihr Job wird auch nicht risikoloser. Wissen Sie, ich habe mich immer gefragt, warum man um Sie so ein Aufhebens macht. Aber jetzt sind wir mittendrin. Und ich bin froh, dass nicht alle Augen auf mir ruhen. Es gibt kein Verstecken, Jacob. Für keinen von uns. Keine Sorge. Das hier ist genau das, wofür ich mich verpflichtet habe. Ist das alles, Commander? Die Pflicht ruft. Es gibt noch viel vorzubereiten. Nee, das war's soweit. Okay, noch ein paar Vorbildlichtpunkte, das ist schön. Das stimmt schon, auf Shepard lastet eigentlich eine übelste Verantwortung. Aber ich muss sagen, es fühlt sich nicht unschön an. Also irgendwie, finde ich, ist es doch immer ein angenehmes Gefühl, innerhalb der Gruppe die Aufgaben zu erledigen und diese Verantwortung dann wahrzunehmen. Und auch, dass sie alle wirklich einen als Anführer akzeptieren, ist immer schön. Also ich weiß nicht, irgendwie haben sie das gut gemacht von der Atmosphäre her. Das fühlt sich immer richtig an. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Ja, wäre mir sogar ganz angenehm. Haben ja schon über Arbeit gesprochen. Zeit bei der Special Task Group, Studien über die Genophage. War nicht ganz offen. Lüge durch Verschweigen und anderes. Muss das korrigieren. Mission zu wichtig, um Geheimnisse zu wahren. Die Arbeit an der Genophage beschränkte sich nicht nur auf Studien. Was hat die Special Task Group mit der Kroganer Genophage angestellt? Zuerst untersucht, wie gesagt, aber dann überraschende Daten entdeckt. Kroganer-Population stieg schneller an als erwartet. Kroganer passten sich der Genophage an, überwanden die Krankheit. Haben die Kroganer sich weiterentwickelt oder haben ihre Wissenschaftler ein Heilmittel entdeckt? Kroganische Wissenschaftler? Hab noch nie einen getroffen, der die Bezeichnung verdient hätte. Nein, natürliche Evolution. Physiologie der Kroganer extrem zäh. Organredundanz, Backup-Systeme, Zellenregeneration. Genophage wie jede andere natürliche Bedrohung. Kroganer haben sie durch Evolution überwunden. Vielleicht hatten sie einfach nur ein Jahr lang mehr Glück. Oder es sind weniger Söldner weg, sodass mehr Kroganer zur Wiederbevölkerung da waren. Bitte, Shepard. Soziale und umweltbedingte Faktoren wurden berücksichtigt. Bin kein Anfänger. Populationszunahme ist Ergebnis von Anpassung an Genophage. Andere Möglichkeit nicht vorhanden. Die Genophage war ein schrecklicher Fehler. Sie hätte die Kroganer und ihre Kultur beinahe ausgelöscht. Jetzt haben sie eine Chance, sich davon zu erholen. Naive Ansicht. Kroganer zu gefährlich, um ihnen unkontrollierte Geburtenrate zuzugestehen. Siehe kroganische Rebellionen. Habe persönlich ein Team von Wissenschaftlern geleitet. Genetiker, Chemiker, Soziologen, Mathematiker. Erstellten neue Version der Genophage. Haben sie über Gebieten mit hoher Kroganer-Konzentration auf Tuchanka freigesetzt. Die Kroganer-Population wieder stabilisiert. Haben sie nie andere Optionen erwogen? Hunderte, Tausende. Modifizierte Genophage hatte die besten Erfolgschancen. Population wurde stabilisiert. Bekannt werden hätte Zorn der Kroganer anheizen können. Möglicher Genozid oder vernichtender Krieg wurde verhindert. Beste Lösung für gesamte Galaxie, einschließlich Kroganer. Wenn die Kroganer so gefährlich sind, warum haben sie sie dann nicht gleich sterilisiert? Bin kein Kriegsverbrecher, kein Mörder. Genozid nicht nötig. Kroganer sind gewalttätig und aggressiv, aber es gibt Ausnahmen, müssen bewahrt werden. Die Modifikation der Genophage schützte die Galaxie und gab den Kroganern die Chance zu überleben. Alle gewinnen. Gut für uns, gut für sie. Wie haben sie die modifizierte Genophage verteilt? Geheimaktionen.
Krankenhäuser, Clanzentren, Wasserversorgung. Sehr schwierig. Gibt nicht viele Salarianer auf Tuchanka. Team wurde einige Male gefasst. Musste sich freikämpfen. War chaotisch. Besser, wenn alles klappte wie geplant. Wie hat Ihre Modifikation der Genophage funktioniert? Die Evolution der Kroganer führte an den Angriffspunkten der Genophage zur Ausbildung von genetischem Code, der die Krankheit schwächte. Die Modifikation sorgt dafür, dass dieser Code woanders benutzt wird und die Krankheit wieder wirken kann. Funktioniert einwandfrei. Die Genophage war ein Fehler und fast ein Kriegsverbrechen. Sie ein zweites Mal zu erstellen war unverzeihlich. Wenn Sie mich nicht im Team wollen, nehmen Sie mich nicht mit. Kann hier bleiben und Forschung über die Kollektoren betreiben. Aber ich entschuldige mich nicht. Habe das Richtige getan. Hoffe, das werden Sie auch tun, falls es nötig wird. Sollte zurück an die Arbeit, können später weiterreden, wenn die nächste Gewebesynthese durchgeführt wird. Das dauert eine Weile. Ja, wie ich bereits schon mal festgestellt habe, Mordin hat uns was verschwiegen, nämlich, dass er an einer neuen Version der Genophage beteiligt war. Und ich kann es überhaupt nicht gut heißen, aber sagen wir mal so, auch Mordin wird noch zu der Einsicht kommen, dass das nicht richtig ist, was er da getan hat. So, jetzt muss ich bloß mal schauen, was wir hier brauchen. Okay, da fehlen uns einfach nur... Ja, da fehlen uns einfach bloß das Platin. Koganische Vitalität, da brauchen wir auch bloß Platin dafür. Nee, das Platin haben wir ja. Weiß nicht, warum das nicht geht. Wer weiß. Gut, die Waffe brauchen wir noch einmal Munition für schwere Waffen und ein schweres Hautgewebe-Upgrade, okay. Ja, also das wird uns noch weiter beschäftigen mit der Genophage. Das kommt dann noch... Warum geht das denn jetzt nicht? Ach so, weil wir einfach kein Platin mehr haben, okay. Das kommt dann später noch wieder auf, immer wieder, und im dritten Teil wird es dann seinen Höhepunkt erreichen, das Ganze. Da werden wir das dann sehen. Es ist... Palladium brauchen wir hier und hier Element Zero. Okay, können wir also beides machen. Und im dritten Teil werden wir dann sehen, da kommt das Ganze zu einem Höhepunkt. Da wird Mordin dann sein Einsehen haben und da müssen wir uns dann entscheiden, was wir wollen. Wie wir handeln wollen und wie wir gegenüber den Kroganern stehen eigentlich. So, hier ist nichts mehr. Also ich sag mal, die ganzen Konflikte, die es überall auf der Welt gibt, die kommen alle im dritten Teil dann zu einem Höhepunkt und dort müssen wir dann selbst eine Richtungsentscheidung treffen. Aber das werden wir dann da alles noch sehen. So, wollte ich jetzt noch irgendwas oben? Ne, ich glaube nicht, ne? Ich glaube, oben gab es jetzt nichts mehr für uns. Der Unbekannte möchte im Besprechungsraum mit Ihnen reden, Commander. Ach ja, genau, das gab es noch. Aber das will ich jetzt nicht tun. Ich würde sagen, wir beenden die Aufnahme. Nein, wir beenden die Aufnahme noch nicht. Ich will noch mal kurz bei Joker vorbeischauen. Genau, das wollte ich noch tun. Joker ist noch dran. Vielleicht hat er irgendwas zu sagen bezüglich Edie. Hadley, ich habe von Ferris Fields gehört. Gibt's was Neues von Ihrem Bruder? Er ist weg. Sie sind alle weg. Aber wir holen sie zurück. Nein, ich glaube nicht. Shepard und Lawson sind an der Sache dran. Wir holen Ihren Bruder zurück. Und dann werden die Kollektoren bezahlen. Nein, ich glaube nicht. Also, das mit dem Zurückholen. Kleine Leistungsspitze im Primärkern. Gleiche aus. Haben Sie als Kind streunende Katzen gesammelt? Ein Megakroganer hat uns wirklich noch gefehlt, also besten Dank, dass Sie ihn mitzerren. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Wir haben nur eine Meinungsverschiedenheit über die Personalisierung meines Arbeitsplatzes. Die Vorschriften von Cerberus sind eindeutig, Mr. Moreau. Personalisierung bedeutet nicht, dass Sie meine Kameras auf der Brücke verschmieren dürfen. Es ist nur wütend, dass das Material mit mir ausnahmslos aussieht wie aus einem Traum. Ist es nicht niedlich, wie sie sich bekabbeln gegenseitig? Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Im Moment schon. Hab mir am Stummschalter den Daumen gebrochen, aber ich glaube, jetzt ist alles klar. Ah, passiert. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Weiß nicht, ob's bei Ihnen noch was gibt? Ja, Shepard? Nee, scheinbar nicht. Okay. Das ist vorerst alles. Ich melde Sie ab, Shepard. Gut, also ab und zu kann man auch bei denen noch vorbeischauen, denn die beiden, die haben immer mit sich selbst zu tun, so ein bisschen. Die müssen noch mit sich klarkommen gegenseitig, weil Joker Edie einfach nicht so wirklich akzeptieren kann und sie überall sabotiert, wo er nur kann. Aber das wird sich noch ändern in Zukunft. So, und an der Stelle beende ich erstmal die Aufnahme. Beim nächsten Mal werden wir ein bisschen was an Nebenmissionen erstmal machen, denke ich. Oder ich weiß nicht, vielleicht widmen wir uns auch der Hauptmission, also dem, was der Unbekannte uns da sagen will. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Werde ich dann beim nächsten Mal spontan entscheiden, denke ich. Bis dahin, macht's erstmal gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein!